Herr Stark, wie lange müssen die Sparer in Deutschland dieses Niedrigzinsszenario dennoch aushalten? Haben Sie eine Prognose? Ich kann hier keine Prognose abgeben, aber der Präsident der Europäischen Zentralbank hat vor einigen Monaten gesagt, dass wir weit davon entfernt sind, diese Maßnahmen, die die EZB durchführt, zurückzunehmen. Das heißt, wir müssen schon noch einige Zeit auch mit dem neuen Wort, dass man eine Orientierung, was die Zinsen geht, nach vorne signalisiert. Wir müssen schon noch einige Zeit, also 2014, 2015 mindestens noch mit diesen niedrigen Zinsen leben. Nun waren Sie ja Kritiker dieses Politikansatzes und sagen, es ist eine Überdehnung des Mandates, was da gemacht worden ist. Es gibt ja auf der anderen Seite auch die Position, das war richtig, wer heilt, hat recht. Können Sie dem Satz was abgewinnen? Wer heilt, hat recht. Es gibt unterschiedliche Zuständigkeiten, unterschiedliche Aufgaben, die eine Zentralbank wahrzunehmen hat gegenüber den Regierungen. Regierungen haben eine andere Aufgabe als die Zentralbank. Wenn eine Zentralbank nun in diese Domäne der Regierungen, der Zuständigkeit der Regierungen eindringt, werden die Regierungen weniger tun. Und sie sind diejenigen, die wirklich die Instrumente in der Hand haben, um Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, um mehr Wachstum zu generieren. Das kann die Europäische Zentralbank oder eine Zentralbank alleine nicht. Wer heilt, hat recht, ja, aber ist das eine nachhaltige Heilung oder ist eine Heilung der Symptome? Dass die Symptome sich zurückentwickeln, aber die Grundkrankheit bleibt nach wie vor bestehen. Und hier sehe ich den entscheidenden Punkt, dass die Grundprobleme in vielen Ländern, nicht in allen, aber in vielen Ländern des Eurogebietes nach wie vor sehr virulent sind, dass die Grundprobleme wirklich nicht gelöst worden sind, sondern in dem Augenblick, wo sich die EZB in ihrem Handeln etwas zurücknehmen würde, würden diese Probleme sofort wieder akut werden. Deutschland sollte die Rolle des gütigen Hegemon übernehmen und sollte Geld in die Hand nehmen. Deutschland rettet sich selbst, wenn es den Euro rettet. Und diese Austeritätspolitik muss aufhören. Ganz verkürzt gesprochen, ich habe gestern das Buch komplett durchgelesen. Was sagen Sie zu der Position? Also es tut mir leid, dass Sie dieses Buch wirklich vollends lesen mussten oder gelesen haben. Denn Herr Soros vertritt natürlich hier seine eigenen Interessen. Und wenn er sagt, Deutschland soll führen oder soll das Währungsgebiet verlassen, meint er, Deutschland soll zahlen oder das Währungsgebiet verlassen. Also er vertritt seine eigenen Interessen. Die Frage, ob Als Investor. Die Frage, ob Deutschland ein gütiger Hegemon sein sollte. Wir sind hier in Europa. Und Deutschland wird nie allein und soll nie allein eine solche Rolle übernehmen, wenn dann gemeinsam mit Frankreich. Deutschland kann nur eine Führungsrolle oder eine Promoterrolle für die europäische Integration wahrnehmen, wenn es gemeinsam mit anderen Ländern marschiert, aber niemals alleine. Das würde auch von anderen Ländern gar nicht akzeptiert werden. Sehen Sie die alten Ressentiments, die relativ rasch in den letzten Quartalen und Jahren wieder reaktiviert worden sind. Das wird in Europa nicht akzeptiert. Und insoweit versteht Herr Soros möglicherweise das heutige Europa nicht. Die Amerikaner haben zu 60% Aktien und die Deutschen haben nur zu 20% Aktien. Die Amerikaner haben in letzter Zeit Sparerfolge gehabt. Was kann man jungen Menschen in Deutschland denn in diesem Szenario raten? Ich sage es mal, wie kann ein junger Mensch denn überwintern? Ich treffe junge Menschen, die sagen, ich habe keine Lust mehr fürs Alter zu sparen. Was sagen Sie denen? Zunächst einmal der Vergleich Kontinentaleuropa zu den Vereinigten Staaten. Wir haben es mit unterschiedlichen Kulturen zu tun, mit unterschiedlichen Finanzkulturen. Also das, was in den Vereinigten Staaten Praxis ist, ist nicht so ohne weiteres auf Europa übertragbar. Faktum ist aber, wenn ich im Alter einen gewissen Mindestlebensstandard sichern möchte, muss ich mehr sparen. Nur im Moment gibt es diesen Anreiz nicht, weil die Zinsen, die kurzfristigen Zinsen, die mittelfristigen Zinsen sind im Real negativ. Das heißt, ich mache einen Verlust und deshalb wird entspart. Die Sparquote ist rückläufig in Deutschland. Und das ist nicht gut, gerade für junge Leute, wenn sie sagen, mir ist mein Alter egal. Sie werden es bereuen. Das heißt, es muss wieder mehr gespart werden. Und je niedriger die Zinsen sind,
umso mehr muss gespart werden, um einen gewissen Mindestlebensstandard im Alter sichern zu können. Also es hat überhaupt keinen Sinn, aufzuhören und zu glauben, weil im Moment der Zins nicht lohnt, dann konsumiere ich einfach eher und spare erst wieder dann, wenn die Zinsen kommen, sondern immer wieder akkumulieren macht Sinn. Ich kann nicht heute eine andere Strategie verfolgen als in 10 Jahren von heute ausgerechnet. Ich muss langfristig planen und da brauche ich eine gewisse Kontinuität. Ich muss immer einen Teil meines Einkommens für die Phase, die Ruhestandsphase zurücklegen. Und das braucht Kontinuität und nicht ein sehr zyklisches Verhalten, das unberechenbar wird am Ende. Und ich weiß dann auch gar nicht, mit welchen Möglichkeiten ich dann, wenn ich in das Rentenalter eintrete, rechnen kann. Sehen Sie einen Weg mal aus dem Helikopter geschaut, wie man da ein bisschen besser sich aufstellen kann, aus dieser Zinsfalle rauszukommen? Die Krise hat gezeigt, dass es keine risikolosen Anlagen gibt. Es gibt keine risikolosen Papiere. Und die beste Empfehlung ist immer eine gesunde Streuung ein breites Portfolio zu haben, um bestimmte Risiken natürlich, die immer bestehen, auch durch andere Papiere kompensieren zu können, falls diese Risiken sich materialisieren. Herr Stark, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.